in meiner Schulzeit, an das ich mich gerne erinnere. Ja, das war der Tag, an dem ich angefangen habe, Theater zu spielen in der Spielschau der Gymnasien in Gummersbach. Tja, ich sag mal so, ich habe nicht so viel verstanden. Ich war immer so hinterher. Ich konnte irgendwie nie mitmachen. Ich bin zu früh eingeschult worden, war immer die Jüngste, habe immer nie verstanden, worum es ging. Das war so ein bisschen merkwürdig. Ich hatte immer miese Noten und kriegte irgendwie nichts auf den Zacken. Und ich glaube, das blödeste Gefühl ja für alle immer noch ist, wenn man keine Hausaufgaben hatte und dieses mulmige Gefühl am Morgen wieder nicht vorbereitet.